Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Story of Seasons. Ja, gestern ist die Folge ausgefallen, heute kann ich auch nur eine Folge aufnehmen. Ich habe hier einfach nur, das ist einfach irgendwie derzeit mega Stress. Ehrlich, alles nervt mich gerade so sehr. Oh, okay, ich kann nicht ausmalen. Sandy ist ja immer noch im Krankenhaus, ich muss hier alles alleine regeln, die Handwerker kommen und ich muss hier und da und ich bin eigentlich den ganzen Tag bis 22 Uhr die ganze Zeit nur auf dem Bein und mache irgendetwas. Bis ich dann irgendwann ins Bett gehe und dann... Oh, ich bin einfach nur genervt. Ich bin derzeit ein kleines bisschen entnervt von allen. Gut, das soll uns aber nicht aufhalten oder ändern oder stören oder... Ich muss mal leiser machen. Warum ist denn das so laut? So, wir haben auch nur noch 2 Tage Herbst. Das bedeutet, dass wir Herbst haben. Cool, wirklich? So, ich will gleich nochmal zu meinen Fischfallen gucken. Oder zu meinen Fischnetzen, oder wie sie auch immer schimpfen. Wir haben jetzt ja auch wieder biegsames Bauholz. Dann können wir ja wieder ein paar von den Dingern herstellen. Damit können wir, glaube ich, auch ganz gut... Wow, 2. diese unsagbare Enttäuschung. Mann. Damit können wir ja auch ganz gut... Mach sie erstmal überall einmal hin. Und dann gucken wir weiter. Hier müllt sich auch schon wieder alles immer mehr zu. Wir haben ja jetzt aber Gott sei Dank auch unseren Axt-Dingster. Unseren Axt-Dingster-Bumster haben wir ja zum Glück. Wir haben viel Geld gemacht. Ja, wir haben sogar wirklich viel Geld. Das ist gut. Ich habe gerne viel Geld. Viel Geld ist ein großes, ne? Ein großes Ding. So. Aber heute ist Montag. Ja, wenn ihr das seht, ist auch Montag. Sandy kommt auch morgen wohl allenfalls aus dem Krankenhaus mit dem Kleinen und dann. Und denkt, ja, so doof wie es klingt, denkt halt Ruhe ein. Dann muss ich nämlich nicht mehr alles alleine machen. Wenn sie da im Krankenhaus chillt. Wobei, ich bin lieber hier und habe ein bisschen Stress, als im Krankenhaus zu sein, ganz ehrlich. Im Krankenhaus stelle ich mir irgendwie viel beschissener vor. Hä? Achso, ja, stimmt. Ich habe die Eier schon wieder nicht abgeholt. Naja, egal. So, ich will nur ganz schnell mal meine Netze hier unten reintunken. Na, tunk da rein. Es müsste ja rein theoretisch auch so zählen. Jetzt weiß ich aber nicht, an so länger wir sie drinnen lassen, an so mehr bekommen wir, oder? Ich will sie noch nicht rausnehmen. Ich will nämlich, dass die Dinger voll sind und dann irgendwann heißt, hier, du hast 536.726 Fische drinne. Dann kann ich nämlich sagen, so, yo, geil. 425.600, was auch immer ich denn für eine Zahl gesagt habe, an Fischen ist nämlich eine gute Zahl an Fischen. Heute Abend spielen wir auch Monster Hunter. Also wenn wir das sehen, wenn ihr das seht und ihr das rechtzeitig guckt, dann können wir uns bei Monster Hunter noch sehen. Puh, fett. So, sehr gut. Schönes Gespräch. Können wir mal wiederführen. So, 3 Stück davon. Ja, sieht gut aus. Oben war jetzt nichts mehr weiter gewesen, ne? Wo sind denn die Bäume hin? Oh. Hat irgendeiner wieder in seiner grenzenlosen Wut auf Bäume, Obstbäume gefällt. Mhm. Ah. Wie sieht's aus? Ja, ihr saugt noch fleißig. So, ich möchte auch nochmal heute ins Gnomdorf. Wir möchten nochmal gucken, ob ich Erze finde. Weil ich auch keine Erinnerung habe, wann wir das letzte Mal gemacht haben. Wir müssen nochmal Blumen reinmachen, wa? Blumen. Ich glaube, da waren die ganze Zeit erstmal Ranunkeln drin, ne? Mach ja wieder Ranunkeln rein. Die guten alten Ranunkeln.
So, weg, 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 weg. Weg. So. Dann reisen wir erstmal ins Steinbrechertal. Ich weiß nicht, wann ich da das letzte Mal war. Kann sein, dass wir letztes Mal schon erst da waren. Aber ist schon mal ein Erz, also ist schon mal alles gut. Okay, eigentlich auch so. Mal schon ein bisschen so drumherum mitnehmen. Ein bisschen drumherum weg ist. 103 von den Dingern haben wir. Dann können wir uns auch die Winterinsel leisten. Dankeschön für 4 Erz. Aber ich glaube, das war es auch schon wieder, wa? Ich glaube, das war es schon wieder. Das war es auch schon. Na gut. 4 Erz sind 4 Erz. Haben oder nicht haben? Sag ich doch mal. Weg, 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 weg. Das Holz kann ich auch mal. Illusionsholz weg, weg. Das bleibt noch da. So, dann gehen wir jetzt noch mal ins Dorf der Village People da und dann... Und dann, glaube ich, ist es soweit. So, was haben wir denn da noch? 21 schon wieder von denen. Welchen habe ich denn die ganze Zeit jetzt erstmal genommen? Nehmen wir mal den Feldgnomen, dann kriegen wir vielleicht auch höher sternigeres Zeugs. Ich glaube, ich beim Reisegnomen war. Ich weiß es nicht mehr. Der Reisegnomen sehe ich sowieso nicht wieder. Wetten, der ist wieder nicht da. Reisegnomen ist nie da. Irgendwas Neues. Groß, Fürsten, Kaimar, amerikanische Flusch, Barsch, Barsch, Kasch, Marsch, Tasch, Barsch, Tasch, Lasch, Barsch. Nö. Irgendwas Gewaltiges. Und Reisegnomen? Na, leck mich, der Reisegnomen. Geil, da. Gut, dass der da ist mit seiner leeren Dose. Gott, ich hasse den. Oh, leere Dose, Alter. Gnomenladen. Ich guck mal ganz kurz, was es so gibt. Mandelsetzling. Im Sommer. Radieschen, Frühling, Sommer, Herbst. Wie viel habe ich denn überhaupt? 800. Ich glaube, selbst der Grassetzling gibt mir. Der Grastyp gibt mir mehr, ne? Ne, der gibt mir 18 Gras. Cool. Danke. Danke. 18. Wow, danke. 18 Gras. Luxusschiff. Wir müssen auch noch nach Laura, jetzt wo ich sie da sehe. Weg, weg. Ich verkaufe das mal. Das sind alles keine wertvollen Dinge. Wow, die leere Dose ist einfach so ein Traum. Die leere Dose ist einfach Porno. Also wenn etwas im Leben Porno ist, dann ist es eine leere Dose. Okay, mach ich erstmal rein, ist egal. Wird sowieso öfter hin und her gehen sein. Das wird sowieso alles hin und her gehen sein. Ja, das will ich auch noch da, das hässliche Ding. Den Grasgnomen, dann nehmen wir nochmal den Erzgnomen, der uns dann auch Rohmetrie. Ja, ja, gut. Gib mir mal alles, was du so hast. Toll. Ja, weiß ich nicht, ob der. Gut. Der gibt mich noch. So, jetzt haben wir nur noch den Kochgnomen. Hier ist ein Gewuselter. Jetzt haben wir nur noch den Kochgnomen. Und der will uns bestimmt wieder richtig zuscheißen mit Sachen. Also so richtig.
Okay. Weg, weg. 4 Sterne Tomate. Könnte ich sogar tatsächlich nochmal behalten? Oh, wir haben ein bisschen Futtergras. Ui, wie süß. Können wir gleich da reinschmeißen. Da ist das drinne. So, alles safe hier? Ja, ne? Gut. Was? Achso. War noch nicht fertig. Ist irgendwie alles noch nicht fertig. Warum nicht? Das langt aber bestimmt nicht für den Koch-Knüpsel da. Der will doch bestimmt wieder die Welt haben. Der will doch bestimmt wieder meinen ganzen Space haben. Der Hosenfratz. So, weg, 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 weg. Die Angelködelis. Kann ich hier hin machen? Die ganz einzelne traurige Tomate nehme ich einmal mit. Hier ist genauso viel zu tun, wie ich auch zu Hause zu tun habe. Schlimm. Nein, dann kann ich halt nur wieder die Folge. Ich hoffe, dass ich morgen dann wieder dazu komme, aufzunehmen. Es sei denn, sonst fällt morgen auch wieder einer aus. Es tut mir leid, aber es ist zu viel los. Hey, Gnome, Level 8, nice. Das alles haben wir nur 4 Sterne Schnoffer. Essen. Essen. So, haben wir wenigstens Energie. So, zurück zum Dorf. Laura! Vergesse ich immer, die Alte, ehrlich. Tut mir mal richtig leid, dass ich sie vergesse. Ja, richtig leid jetzt auch nicht, aber... Aber weiß ich auch nicht. Mir fällt nichts zum Aber ein. Bin hier hinten los. Achso, ja, die gute alte Kokosnussmarmelade. Ja klar, logisch, logisch. Kokosnussmarmelade. Aber natürlich. Kokosnussmarmelade. Was ist das für einer? Bestimmt nur ein Turi. Sieht aus wie ein Turi. So sehen Turis aus, ehrlich. Magst du Eier? Schau mal. Ich schenke jetzt einfach mal so ein bisschen herum. Na, wie geht's dir? Das sage ich dir bestimmt nicht. Naja, die da hinten ignoriere ich, weil die geht's ja schon gut. Muss ja nicht alle beschenken. Hallo. Guck mal, ein Salat. Mm. Danke, freut mich. Mm. Klang jetzt aber nicht so, dass sich das freut, dass ich dir einen Salat gebracht habe. Noch meine Kastanien in der Büchse. Für den Dude hier. War ich schon gar nicht mehr wach. Na, wie wär's denn mit dem Tee? Du willst mir was schenken? Danke. Ja, ein Tee. Die Tasse will ich wieder haben. So, der andere Dude ist der hier hinten, diese ganzen. Ja, da ja. Guck mal, ein Orangensaft. Du hast mal an meinen Geburtstag gedacht. Ja, siehst du? Natürlich, Lars. Also bitte, ich denke immer an deinen Geburtstag. Mensch, ist ja nicht so, dass das jetzt random war oder so. Das war, ich bin ja gezielt auf dich zugekommen. Hier, gegrillter Fisch. Ja, gerne, danke. Ja. Die möchte ich gar nicht schenken. Die finde ich doof. Dich mag ich doch gar nicht, Damon. Am Arsch werde ich dir dieses Erz geben, Alter.
Wow. Irgendwas Holzfällermäßiges. Ich habe zu schnell geklickt. Kann ich ja nicht auch die Münzen verschenken? Jo, guck mal, Essen. Ich mag bestimmt kein Essen, wa? Danke, ich weiß deine Großzügigkeit zu schätzen. Ich schätze mal nicht. Ah ja, Beth könnten wir ja auch mal was schenken. Die ist ja auch noch da. Beth, wär's. Ich werde gut drauf aufpassen. Fress es einfach, nicht drauf aufpassen. Oh, ist auch Dödel hier, ey. Drauf aufpassen. Ein scheiß Geschenk, Junge. Mädel, was auch immer. So, für dich habe ich natürlich eine atemberaubend wunderschöne und schon seit einer Woche in meiner Tasche liegende Olive. Hey. Tschüss. Guck mal, Gras. Als Mexikaner rauchst du doch sowas gerne. Was habe ich denn noch, was ich verschenken kann? Einen gemischten Salat. Mit weißes Zeug drauf. Das mag der Bürgermeister. Du liebes bisschen, danke. Deine Großzügigkeit kennt keine Grenzen. Aber ich glaube nicht, dass sich irgendwas verändert hat bei den Dödeln, wa? Die da unten sind mir völlig egal, scheinbar. Hat. Gut, kann man natürlich nur schwer sagen, ob sich tatsächlich was verändert hat. Das Wichtigste ist mir eigentlich auch, dass da unten Kommunikation auf 10 kommt. Wer weiß, was wir da nämlich bekommen. Das hat auch keiner noch irgendein Event oder so, ne? Das ist auch doof. Ich hätte gerne noch mal wieder ein paar Events oder so. Mir fehlen Events. Mir fehlen tatsächlich ein paar Events. Die Events waren nämlich echt schön, aber seit wir geheiratet haben, sind halt die Events halt auch so runtergegangen. Leider. Kaufe ich schon mal die Winterinsel, wa? Schnauze, jetzt würge ich dich. Jetzt würge ich dich, Alter. Ah, schön. Ich hatte gehofft, dass du heute zu mir kommen würdest. Es gibt da etwas, das ich dich fragen möchte. Das Brett, das im Park an zwei Seilen hängt. Was? Was? Ich glaube, ihr Menschen nennt es eine Schaukel? Was bezweckt ihr damit, wenn ihr euch darauf hin und her schwingt? Erotische Erfüllung. Ihr habt Spaß? Obwohl ihr einfach nur vor- und zurückschaukelt? Man fühlt sich dadurch eben beschwingt. Der Wind dabei ist so angenehm. Faszinierend. Dann schaukelt ihr also hin und her, weil es Spaß macht. Idioten. Menschen sind solche seltsamen Geschöpfe. Und die den ganzen Tag hier im Wald steht, ist nicht seltsam, oder was? Ich habe in letzter Zeit über das, was du gesagt hast, nachgedacht. Hä? Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, inwiefern es Spaß machen könnte, hin und her zu schaukeln. Du meinst... Ich würde es verstehen, wenn ich es ausprobiere? Damit hast du vielleicht recht. Aber Schaukeln dienen nur Menschen als Spielzeug. Ich bin mir sicher, du wirst es lieben. Es würde dir helfen, Menschen besser zu verstehen. Ich verstehe. Ja, das könnte etwas bringen. Was ist denn jetzt mit der los? Du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin durchaus dazu fähig, alleine in den Park zu gehen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Du wirkst sehr zufrieden. Ist etwas Erfreuliches passiert? Ah ja, ich muss ja gar nicht mit dir reden. Ja, ja, gut, habe ich mal mit dir geredet. Hast du irgendwas... Ja. Okay. Raureifinsel. Sehr gut. Naja, haben wir auch mal mit dir. Das ganze Event war aber hochgradig nutzlos. Sind wir mal ehrlich. Das war so ein bisschen nutzlos. Hey, Jiu-Jitsu-Meister. Ach, wir waren auch mal ein Pärchen. Hey, Oma. Saure Gurken-Oma. So, alle einmal beschenken. Heute ist Beschenketag. Heute ist einfach Beschenketag. Wo ist dieser fette blaue Vogel eigentlich? Hab ich noch nie gesehen. Voll der Diabetti-Vogel, ey. So, na ihr alten Hühner. Einfach keine Maschine mehr arbeitet, weil sie alle stinkend faul sind. So. 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 Sehr gut. Dann ist das auch mal wieder alles drinne. Kochen war kurz vor Level Up. Aber ich hatte keinen Reis mehr, ne? Soweit ich weiß, hatte ich keinen Reis mehr. So. Naja, 10.000. Was könnte ich denn kochen? Irgendwas Kleines ist... Tomatensaft machen. Heiße Milch, Joghurt drin, Kaffee, Milchtee. Ein Chai, Alter. Den müsste ich sogar noch genügend haben. Okay, ich habe kaum noch Okra. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich könnte auch natürlich wieder Gemüsesalat machen. Aber wir nehmen dafür wieder unseren 1 Million mäßigen Brokkoli. Und gehen dann damit mal ein bisschen Level up. Gerichte garnieren. Du kannst deine hausgemachten Mahlzeiten jetzt garnieren. Dabei steigt die Qualität deines Gerichtes. Also ran an den Herd. Bin ich Level Up? Ja. Garnieren von gekochten Gerichten möglich. Cool. Da kommt das Ding. Da kommt das Ding, berühmter Koch. Okay, ich kann sie jetzt garnieren. Oh, guck mal, ich habe neue Sachen gelernt. Na, ja, stimmt, wir sollten ja sogar... Wir sollten ja sogar. Ach so, und dann nur mit speziellen Zutaten. So wie den Gemüsesalat kann ich irgendeinen Kram reinmachen. Thunfisch, Pilzreis, French Toast, kochtes Gemüse, Marmeladen, Sandwich. Und Kokosnussmarmelade, jeder kennt's. Ich habe das Gefühl, dass mir immer noch Nussmuffin, Mandelkekse, Käsekuchen. Achso, okay. Ein Apfelsaft. Erdbeermilch. Mit einer Melone. Aber gut, dadurch kriegen wir ja ein bisschen... Naja, gut. Okay, dann gehe ich jetzt aber ins Bett, mache Aufnahmepause, rendere die Folge, dass sie noch rechtzeitig fertig wird.
Und dann gucken wir weiter. So, morgen hat der Bürgermeister Geburtstag. Vielleicht denke ich ja sogar dran. Eher nicht, aber vielleicht. Also mit Kochen auch schon auf Level 7. Nice. Na gut. Leider nur wieder eine Folge. Ich würde echt gerne mal wieder länger spielen, aber es klappt derzeit nicht. So, gute Nacht und bis morgen.